Hallo YouTube, hallo Internet und mal wieder willkommen hier am Sonntag auf unserer Björnholm-Karte. Ja, hat man jetzt ja, ist ja, glaube ich, 2 Wochen jetzt ausgefallen, ne? Und ich bin mir wieder ein bisschen reinfuchsen, habe die beiden hier mal gestartet und ist gleich 8:45, das heißt, die BGA wird auch gleich loslegen, da müssen wir nochmal rüberschauen, mal so ein bisschen Überblick verschaffen, was wir wo überhaupt haben, wie sieht es aus mit den Tieren und so weiter, ist da alles versorgt. Ja, legen wir so langsam wieder los, ne? Okay, dann. Warte mal, wir hören mal. Okay, das war der jetzt. Hier bei den Kühen, können wir mal reinschauen, wie es aussieht. Kontostand ganz gut, wir haben hier noch jede Menge Zuckerrüben. Weizen haben wir noch ganz gut auf Lager, die Preise stagnieren aber gerade. Silage, okay, das ist egal. So, und im Wachstum haben wir hier die Felder. Was haben wir denn da überhaupt drauf? Fruchtsorten. Okay, hier ist Körnermais. Das hat man jetzt neu dazu gekauft, ne? Gedüngt müsste das auch schon sein. Und ich würde fast sagen, wir schauen uns jetzt mal zur BGA, ob da auch wirklich genug drin ist, dass der Start auch vernünftig klappt. Den müssen wir gleich nochmal wegpacken. Den würde ich jetzt ungern stehen lassen. Und da wir zur BGA wollen, gucke ich mal, ob wir hier noch ein bisschen Gülle haben. Die wir noch mitnehmen wegen dem Güllebonus, ne? So. Wieder umgewöhnt. Ich habe hier mein Lenkrad jetzt installiert und muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Warte mal. Bin ja eh falsch, ne? Ja, ich kann auch hier um Pudding fahren. Glaube ich einfacher. So, ja, unsere Tomaten wachsen auch ganz gut. Da hatten wir uns erst drum gekümmert. Da wir noch ein bisschen Mist in Reserve liegen. Und ja, das Gold-DLC habe ich natürlich auch drauf. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir in Zukunft dann nochmal uns an Maschinenpark bedienen werden. So, wie sieht es denn hiermit eigentlich aus? Das müsste auch langsam fertig sein, ne? Ja, die ist durch. Die Silage. Ja, und den Deutz wollte ich ja eventuell hier auch nochmal ablösen. Da ist die Frage von einem neuen DLC. Ich glaube, die haben alle. Ah, Mist. Falscher Knopf. Ich weiß gar nicht von der PS-Zahl her, ob die. Ob da überhaupt einer dabei ist. Gibt es denn was im Angebot? Nee, ich guck mal eben ganz kurz. Das interessiert mich einfach mal. Und zwar, der Zetor hat 147 PS, okay. Vielleicht wäre das mal eine Überlegung wert, dann in Zukunft. Wenn wir den Fuhrpark ein bisschen verjüngen wollen, ne? So, ich muss noch mal gucken, wie viele Kühe wir jetzt haben, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier aufgestockt haben oder Belgic Profonte. Ich meine eher, das waren die Belgic Profonte, ne? Gucken wir noch mal kurz. Kuhbestand, doch 50 haben wir jetzt hier. Wir bräuchten aber eigentlich noch einiges mehr. Mischration müssten wir gleich eigentlich mal reinpacken. Okay, Stroh reicht noch. Silage ist noch okay. Ja, Mischration. Da muss ich dann noch mal gucken, wie wir das Ganze dann mischen. Fahren jetzt aber erstmal zur BGA schnell rüber, denn das ist jetzt gleich 9. Die läuft ja nur eine Stunde. Und da möchte ich jetzt ungern, dass die leer läuft. Das wäre echt doof. Ja, dann kam die Frage auf, hey Tom, warum blinkst du nur nicht bei der, wie heißt die,
Kati ist nochmal. Sosnovka. Also wir spielen hier Sosnovka ja auf der PlayStation 4. Und meines Wissens, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn dem nicht so ist, kannst du halt auf der also auf der PS4 LS15 Version kannst du halt nicht blinken. Wenn man das auch kann, ich lerne gerne dazu, einfach mal einen Kommentar schreiben. Und wenn es nicht geht und ihr mich bestätigt, wäre ich euch auch dankbar. So, dann wollen wir mal die Gülle hier reinhauen. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass wir ein Substrat noch drin hatten. Dann wird es, glaube ich, nicht gehen. Schauen wir mal. Vor allem muss ich hinten das Silo auch wieder abdecken. Das ist nämlich auch schlecht, dass das offen ist. Das kann nämlich vergammeln. So. Mal zur kurzen Erklärung. Wir haben hier eine Mod drauf von Upside Down. Und deswegen verhält sich unser BGA ein bisschen anders. So. Ja, ich hab's mir gedacht, verdammt. Jetzt haben wir. Mist. Was machen wir jetzt damit? Wir müssen nämlich eigentlich das Zeug ablassen. Oder halt zum Düngen verwenden. Wir können natürlich auch rüberfahren. Und, ich glaube, das machen wir fast auch. Dass wir dann halt drüben düngen damit. Zwar jetzt ein bisschen weit, aber. Ich will das auch nicht einfach jetzt wegschütten, das Zeug, ne? Kriege ich jetzt mal meinen Traktor aus? Warte mal. Hier, so. Okay. So, dann schauen wir mal hier rein. Wie gesagt, du müsstest jetzt an die laufen. Hallo? Nee, das war von 8 bis 9. So war das, aber es ist noch genug drin. Na, ihr könnt jetzt auch den Rest hier noch reinschütten, okay. Dann werfe ich nochmal eine Schaufel oben drauf für morgen früh. Und ich habe gerade Luft angehalten, ob hier meine Technik funktioniert, aber doch, läuft alles. Gut. Also werfen wir noch eine Schaufel rein und dann werde ich hier mal wieder abdecken. Irgendwie kommt mir das Ganze ein bisschen nicer vor. Ich weiß es nicht, ob wir hier noch. Kommen wir da direkt rein in Sound? Ich glaube nicht, ne? Nee, schade. Ich würde es gerne ein bisschen lauter stellen, aber. Egal, dann bleibt es jetzt so. So, wir werden mal die Zeit beschleunigen. Und sich nochmal die HUD einblenden. So, 120, denn die Nacht habe ich immer gerne schnell hinter mich gebracht. Wow, es reimt sich. So. Ich glaube, mehr kriegen wir auch erstmal nicht rein. Ich denke, dass wir jetzt zum Parken. Einmal rückwärts gehen. So. Wir werden die ganzen Knöpfe erstmal gewöhnen, aber naja, kriegen wir schon wieder hin. Ich freue mich ja auch drauf, dass wir die Karte hier. Mal wieder spielen oder wieder auf dem PC unterwegs sind, ne? Vor allen Dingen auch, wie es dann später auf unser Magic Profonte weitergeht. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde hier auch gerne die Sosnovka spielen. Aber, naja, das geht da nicht. Wir können da nicht, nee, heute hin. Ja, schade hier auch wieder, keine Beleuchtung im Traktor, ne?
Aber jetzt sieht man auch, unser Konto steigt, also die BGA läuft vernünftig, das ist schön. So, und ich würde fast sagen, wir fahren hier vorne hoch. Was wir natürlich auch auf jeden Fall kaufen könnten, wenn wir jetzt wirklich mehr in Richtung Gülle machen wollen, dass ich jetzt hier das Güllefass, was ich jetzt hier hinten dran habe, wirklich nur nehmen für den Transport. Reine Gülle vom Viehhof zur BGA und von der BGA das Substrat, dass wir das dann vielleicht mit einem anderen abholen. Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei, also mit diesen Plattformen-Dinger, ich zeige es euch nochmal, ich komme gerade mal wieder nicht auf den Namen. Aber da ist immer der Haken, dass du halt aufpassen musst, ob das mit Kursplänen sich verträgt. Ich habe es beim letzten Mal bei einer Vorstellung mal gehabt. Da gibt ja. Aber das Feld hier ist auch klasse. Das würde ich auch gerne mal kaufen. Aber ich glaube, das nächste Feld wird erstmal das noch am Hof sein. Das noch eins, was wir auch nicht gekauft haben. Und das dann nochmal zulegen. So gegen 5 Uhr würde ich. Ups. Gegen 5 Uhr würde ich dann auch die Zeit wieder zurückschrauben wollen. Ja, ansonsten heute Sonntag bei mir ist ein Traumwetter. Also zumindest sieht es so aus. Die Sonne soll heute scheinen. Ich habe mir ein. Ich habe heute einen Holzkohlegrill da. Und den werde ich, glaube ich, heute mal testen. Da freue ich mich schon drauf. Ist zwar nicht unbedingt gerade jetzt Grillzeit, aber ich überlege gerade, wieso steht der Traktor hier? Egal, das wollen wir mal waschen. Naja, auf jeden Fall habe ich das heute Nachmittag dann nochmal vor. Ich hoffe, es gelingt alles. So, wie nutzt ihr denn den November aus bei so einem Wetter? Macht man da mal irgendwas Nettes oder sagt ihr, nö, ich will lieber LS spielen? Holo runter. Ist glaube ich auch bei vielen Kids. Ich weiß aber nicht, wenn ich früher mal was zocken wollte, ne? Als ich bei meinen Eltern gelebt habe, als ich noch jung war und dann ging es dann halt auch dann immer. Ja, wenn die Sonne geschienen hat und du wolltest echt mal zocken, hast du mal gedacht, ah, Scheiße, jetzt musst du doch wieder rausgehen und ja, bei schlechtem Wetter war es immer einfacher, ne? So, ich suche mal die richtige Taste hier. Das ist die falsche. Und jetzt habe ich hier vom Quatschen fast die Zeit verpasst, wieder runtergestellt, okay. Nee, das war hier oben, oder? So, ich wollte eigentlich nur auch dann das hier unterbringen und ich glaube, dann gönnen wir uns einfach finanziell gleich mal das große Güllefass oder diesen Container. Okay. Ja, GPS habe ich jetzt gerade nicht angemacht, aber ein bisschen Augenmaß tut auch mal gut. Also schnell leer so ein Fass, ne? Das kannst du echt nur für kleine Felder gebrauchen. Ja, oder gut, man könnte noch den Gülle-Randcontainer nehmen, aber. Der ist ja nicht, würde ich jetzt sagen, mehr dafür gedacht, wenn du jetzt mehrere Felder machst. Ja, was man dann da hat halt. Ne? Also, den möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. So, das ist jetzt leer. Das heißt, der kommt dann wieder zurück.
Wobei ich den jetzt mal kurz zum Hof fahre. Denn wir gucken uns jetzt mal an, wie es finanziell, was das Ding jetzt kosten würde. Der Hakenlift. So, da müssen wir eigentlich bei den Kühen auch noch eben das Mischfutter reinbringen. Gut, und Schluck Quellwasser nehmen hier. Okay, und ab in den Online-Shop. Was habe ich gesagt? Den Dings, ne? Den Kipper. Dazu brauchen wir. Ach, hier ist eine neue Farmtech, den finde ich auch klasse. Ja, einmal den IT-Runner. Ach, jetzt können wir eine Farbe aussuchen, verdammt. Ja, wir bleiben mal bei Simutube-Farbe. Das ist eigentlich die hier, aber die ist mir eigentlich zu grell. Oder? Na komm, wir machen es mal. Und dazu jetzt dann. Achso, das Güllefass würde ich hier nicht finden, ne? Ich meine, das wäre auch mal interessant gewesen hier, dieses Teil. Aber ja, den Container wollte ich halt auch schon mal lange haben. Ach, warte mal, und den kann ich dann noch. Ne, der muss dann hier mit dran, oder? Wie ist das denn? Der Grubber für den nächsten Satz. Passend zu SK 18,5. Okay. Kaufen wir uns später auch nochmal, auf jeden Fall. Also ich will alles mal gesehen haben. Feldrandcontainer will ich auch haben. Den will ich auch haben. Jetzt nehmen wir erstmal hier diesen Güllecontainer. Und ich habe es gerade schon wieder eine Farbe aussuchen. Tja. Ich weiß es nicht. Wir nehmen nochmal das Grün und wenn es dann zu schlimm wird, weiß ich auch nicht, YouTube. Da müssen wir vielleicht doch dann später nochmal das Ganze umtauschen. So. Er ist jetzt hier fertig. Das ist gut. Der andere sieht noch ein. Dann, der sollte auch mal gewaschen werden. Dringend, das machen wir jetzt nicht, aber wir stellen den auf jeden Fall da mal ab. Ja, wir haben auch schon einige Betriebsstunden gemacht hier, ne? Ist das hier unten die Betriebsanzeige? Das sind, glaube ich, sogar 4,6 Stunden. Okay. Da liegen noch ein paar Eier rum, die müssten wir auch mal einsammeln. So. Obwohl, den kann ich auch oben lassen zum Saumen. Motor aus, bitte. Okay, der wird dann später gewaschen. Und ich würde jetzt gerne erstmal, ja gut, den müssten wir hier auch noch wegfahren. Der steht echt so blöd hier. Das machen wir mal eben, sonst gibt es wieder Ärger. Wenn der nächste anliefern möchte. Ich muss mal gucken, wie wir hier das Dingen sortieren. Den nach da. Den so. Zack. So war das, okay. Eigentlich ist die Steuerung ganz simpel, aber man muss erstmal wieder drauf kommen. Ist mit der linken und mit der rechten Maustaste irgendwie. Gut. Dann gehört die Räder durch. Wollte ich ja nochmal aufräumen, solange wir im Forst nicht unterwegs sind. Da kommt natürlich auf jeden Fall nochmal ein großer Forsttag. Da machen wir nochmal ein kleines Special von. Ich weiß noch nicht wann. Also zu 5000 Abonnenten wäre es vielleicht ganz interessant. Kommt drauf an, wie das Ganze dann fällt. Also wäre vielleicht eine Idee, oder? Das war dann mal losdenken, weil wir haben so viel Holz. So, und das fahre ich jetzt hier mal zur Halle hin. Ja, ich merke schon, die Folge heute wird wieder ein bisschen länger, aber am Sonntag habt ihr ja sicherlich auch ein bisschen Zeit. Und da ihr jetzt so lange drauf warten musstet, wollen wir natürlich auch
ein bisschen was bieten. Gut, du bleibst erstmal hier stehen. Und wir springen weiter. Und zwar genau, ihn hier wollte ich jetzt mal haben. Den Drehschirmel, wo stellen wir denn den mal hin? Das kann ich dran. So, oder wegen der Zeit würde ich jetzt sagen, wir lassen den kurz stehen. Ich packe den dann später weg. Wir fahren mal eben runter zum Shop. Zumindest glaube ich aktuell unser stärkster Traktor hier, den wir haben. Und die BGA läuft auch gleich wieder an um 8 Uhr. Kommt gerade nix. So. Ja, mit der Farbe. Gebt gerne mal einen Kommentar dazu auf YouTube. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Fehlt nur noch mein Logo. Warum haben wir nicht hier noch ein Gewicht gekauft? Für irgendwas wollte ich das haben. So, dann wollen wir das Ding mal aufladen hier. Das war nicht schon ein ganz schön teurer Spaß, ne? Aber gut, die Plattform, die wird sich ja hoffentlich dann bezahlt machen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding hier rausfahre. Das muss ich mal ein bisschen einfangen. So daneben, oder? Das auch nicht von innen aus. Mit Spiegeln kannst du da nichts machen. So. Jetzt habe ich ihn. Gut. Also der Case, der wackelt da manchmal so ein bisschen so komisch rum. Also muss ich auch nochmal gucken, ob es da nochmal ein Upgrade gibt. Und wir halten jetzt mal an und schauen uns das Ganze mal an hier. Ja, also schon eine nette Größe. Ne? Okay, die Farbe, man hätte vielleicht wenigstens das untere Teil, hätte man vielleicht in einer anderen Farbe nehmen sollen. Das ist ein bisschen arg viel grün, ne? Naja, auf jeden Fall ist er leer, wie man sieht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr diese Karte weiter sehen wollt und sagt, hey, ist doch toll, dass du sie wieder machst, dann einfach mal einen Daumen da lassen. Also es geht wirklich nur darum, die läuft nur sonntags. Ne? Also ist nicht falsch verstehen, Battlecrow Fonte läuft weiter, PlayStation 4, so Snofka läuft weiter. Das hat damit nichts zu tun. Ne? Also das ist eine reine Sonntagsserie und ja, da haben wir ja eigentlich auch noch einiges vor und wäre nicht schade, wenn wir die abbrechen, würde ich sagen, weil der Forst, da haben wir echt viel geackert und da müssten wir wirklich dann mal mit allen möglichen Fahrzeugen das, den Kram aus dem Forst dann auch rausholen und einfach hier weiter Karten kaufen und so weiter. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ich danke für euer Feedback und wünsche euch einen schönen Restsonntag und macht's gut. Und was haltet ihr von der Farbe? Ciao YouTube!